Hallo und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration. In diesem Video möchte ich euch eine weitere Variation der Weihnachtskränze zeigen. Und zwar diese grünen Tannenkränze mit verschiedenen Deko-Elementen. Hier einmal in Gold, hier einmal in Rot und hier einmal in Rot-Weiß. Da könnt ihr machen, was ihr möchtet. Das sind einfach Kränze mit Deko, wie Türkränze zum Beispiel oder auch Adventskränze. Und dann sind hier so Dekoperlen drauf. Die habe ich auch aus Lumbändern gemacht. Ich zeige euch das Ganze gleich in Grün und Rot. Das Ganze ist ganz einfach zu machen. Das zeige ich euch gleich. Ihr braucht dafür insgesamt 22 grüne Gummis und 5 rote oder 5 andersfarbige und 22 grüne. Dann braucht ihr euer Loomboard und ihr braucht eure Häkelnadel. Und dann geht's auch schon los. Ich arbeite immer mit 2 Gummis gleichzeitig und spanne erstmal 2 Gummis nach rechts. Dann nehme ich ein Gummi und spanne es nach links. Ich bin hier oberhalb des Falls. Und dann kommt das zweite Gummi für diesen Abschnitt. Und da arbeite ich jetzt direkt das rote Gummi mit ein. Ich wickle es 4-mal um meine Häkelnadel, lasse es dran geben und rolle es dann rüber. So, dann gebe ich es auf die gleiche Position, auf den gleichen Abschnitt. Ich zeige es gleich. So gebe ich es auf. Dann gebe ich auf die rechte Seite auch 2 weitere Loomgummis. Drücke das Ganze runter und hier kommen dann 2 weitere Gummis drauf. Auf diesen Abschnitt links. Vom ersten linken zum zweiten linken. Dann kommt die rechte Seite. Da spanne ich ein Gummi auf vom ersten zum zweiten. Und dann kommt die zweite Position. Ich wickel wieder eins auf. Rolle es rüber. So. Und gebe es über das erste Gummi, was ich aufgespannt habe. Und drücke es runter. Dann gebe ich auf die rechte Seite 2 weitere Gummis und arbeite auf der linken Seite weiter. Ein Gummi aufgeben und ein weiteres aufrollen. So. Und hier oben aufgeben. So. Direkt über das andere Gummi drüber. So sieht das Ganze momentan aus. Dann 2 weitere Gummis. Wieder einen weiter nach unten. Dann wechsle ich wieder die Seiten. Gebe hier ein Gummi normal auf. Und rolle ein weiteres auf. Geben. Und ich gehe jetzt wieder in die Mitte, einmal rüber, dann nehme ich ein weiteres Gummi, wickle es mir über die um die Häkelnadel und rolle es auf das Gummi auf und gebe es dann auf die Position auf. So. Und die letzte Position, um den Kreis zu schließen, wird nur mit normalen Gummis bespannt. Ich habe jetzt insgesamt 5 Dekoperlen versetzt aufgegeben. Jetzt kommt hier das Spanngummi drauf, das das Ganze zusammenhält nachher. 3-mal um die Finger und dann drauf. Und dann wird auch schon abgelumpt. Das Ganze sieht jetzt so aus. Ich starte hier hinten, wo ich gerade das Spanngummi aufgegeben habe. Hole mir die ersten beiden raus, gebe sie einen weiter nach vorne und arbeite dann die ganze Reihe nach vorne durch. Die Perlen machen beim Loom überhaupt keinen Unterschied, die liegen einfach auf den Gummis. Und ich loome immer nach vorne,
Die rechte Seite ist abgelobt, dann kommt die linke dran. Auch von unten rausholen. So, das Ganze sieht dann so aus. Ich nehme dann ein weiteres Lungengummi und gehe durch den ersten Pin oberhalb des Falz durch. Ziehe das Gummi einmal durch. So, einmal durch sich selbst und ziehe es dann so ein bisschen nach oben. So. Und dann lume ich das Ganze ab. So, und dann ist der Kranz fertig. So sieht das Ganze dann aus. Total niedlich, auch richtig schön weihnachtlich von den Farben her. Und ich hoffe, euch hat die Anleitung gefallen. Wenn es so ist, lasst mir einen Daumen nach oben da. Da freue ich mich natürlich immer. Und wenn ihr noch Ideen, Anregungen oder Wünsche habt, einfach unten in die Kommentare damit natürlich. Und wenn ihr noch mehr von uns sehen möchtet, lasst uns einfach ein Abo da. Und wenn ihr noch mehr von uns sehen möchtet, schaut mal bei Twitter, Instagram oder Facebook vorbei. Und bis zum nächsten Mal.